Also was wir entwickelt haben, ist eine Schwimm-Sonifikation. Kurz zum Begriff, Sonifikation ist die Datenverklanglichung. Hier werden Informationen klanglich aufbereitet, also für das Ohr hörbar dargestellt. Und damit können wir zum Beispiel Sportbewegungen unterstützen. Im Bewegungsraum Wasser erzeugen die Extremitäten, so die Hände, Veränderung des Strömungsdruckes. Das wird registriert, gemessen und in Klänge gewandelt. Und diese Klänge werden dem Agierenden, also dem Schwimmer, direkt über Kopfhörer wieder zurückgemeldet, sodass er interaktiv damit arbeiten kann. Wenn man zu einem Versuch ins Schwimmbad kommt, dann wird man natürlich erstmal das Messinstrumentarium anlegen. Dafür wird man ausgestattet mit den Schläuchen, die werden an den Armen befestigt, die werden zwischen die Finger positioniert, sodass alles gut gemessen werden kann. Derzeit ist das Messsystem noch über eine Angel mit einem Computer verbunden. Wir arbeiten mit Daniel Cesarini zusammen. Der ist Ingenieur und kommt von der Universität Pisa und hat in diesem Projektzusammenhang die Sensorbox entwickelt, mit denen wir dann diese Druckmessung erfassen und welche die Basis für unsere Sonifikation sind. Ich habe es ja selber auch ausprobiert und man fängt sofort an, damit zu spielen. Spielen heißt jetzt hier, dass man also doch mal herausfinden will, wenn man die Finger spreizt, wenn man die Handanstellung gegenüber der Bewegungsrichtung verändert. Was gibt das für einen Effekt? Und das wollen wir ja eben erreichen. Das kann mir kein Trainer, der sagt, mach es anders. Aber ich weiß nicht wie, weil ich den Effekt nicht sofort realisieren kann. Ich kann mir wirklich ein Repertoire an Bewegungsveränderungen anüben, sodass ich damit dann auch ohne die Sonifikation üben kann. Also das ist wirklich fantastisch. Man nimmt sich ganz anders wahr. Denn die Sonifikation liefert eine unmittelbare Rückmeldung auf das, was geschieht. Und das ist ein großer Vorteil, denn wir lernen umso besser, je schneller wir ein Feedback bekommen auf unsere Verhaltensweisen, je schneller können wir diese Informationen wieder zurückführen und benutzen, um zum Beispiel was Neues auszuprobieren. Deswegen ist das eben eine Echtzeit-Sonifikation. Der Vorteil ist, es ist nicht nur der Schwimmer, der das jetzt auf seinem Kopfhörer hört, sondern in Realtime kann auch der Trainer, der nebenher läuft, den Schwimmer beobachtet, die Klänge hören und viel direkter Rückmeldung geben und mit ihm auch kommunizieren zum ersten Mal richtig über Details der Bewegung. Und das ist ein ganz großer Vorteil. Es ist ein neues Kommunikationsmedium. Der Trainer kann zum Beispiel zum Schwimmer sagen, schwimm doch jetzt mal so, dass der Ton in der Mitte schneller höher wird. Und der Schwimmer kann natürlich seine Bewegung verändern und hört dann live, wie sich dabei auch der Klang verändert und kann dann über solche Instruktionen anders sich einer gewünschten Bewegung annähern, als das möglich wäre, wenn man dieses Medium nicht hat. Also ein vollkommen neues Trainingskonzept eröffnet diese Sonifikation.